Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer ersten Folge von Star Wars Battlefront, von der Beta, die eigentlich erst am 8. startet, doch EA war so freundlich, mir bereits 2 Tage vorher einen Key zukommen zu lassen, sodass wir uns das heute schon angucken können. Ich habe schon ein bisschen gespielt, es ist schon ziemlich geil, ich bin jetzt nicht komplett ausgerastet vor Ekstase, aber ich bin natürlich klassischerweise gehypt, dementsprechend bin ich da leicht zu beeindrucken und allein schon die Geräuschkulisse ist einfach absolut fantastisch. Man muss auch dazu sagen, es ist wie gesagt die Beta, dementsprechend vieles noch nicht verfügbar, ein paar Sachen funktionieren vielleicht auch noch nicht so richtig, ein paar Sachen werden auch noch geändert, dementsprechend dürfen wir da nicht so hart ins Gericht gehen. Anders sieht es aus bei so ein paar spieltechnischen Entscheidungen, die ich noch nicht ganz so nachvollziehen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe die Vorgängerspiele, also Battlefront und Battlefront 2 nicht gespielt, dementsprechend weiß ich nicht, inwieweit die das da einfach übernommen haben, weil es eben eine etablierte Spielmechanik ist. Aber was genau ich da meine, dazu komme ich gleich. In der Beta haben wir jetzt 2 Spielmodi zur Verfügung. Das ist einmal Drop Zone und einmal Walker Assault. Wir spielen natürlich Walker Assault, weil das spielt auf dem fantastischsten aller Star Wars Planeten, nämlich Hoth, den ihr natürlich kennt aus Imperium schlägt zurück. Was es auf jeden Fall geben wird auf dem Kanal, ist noch ein 2. Video, wo ich dann mal mit anderen Leuten den Koop-Modus ausprobieren werde. Ich weiß, Kedos hat schon Key und Dario und Max, die sind, glaube ich, auch relativ heiß auf die Beta hier. Jetzt stürzen wir uns aber erstmal auf unseren geliebten Eisplaneten. Wenn man sich auf die Seite des Imperiums schlägt, dann gilt es hier mit den AT-ATs quasi bis zum Generator vorzudringen, wie im Film, und den eben zu zerstören. Und als Rebell muss man das eben verhindern. Sehr geil an dieser Stelle. Zwar auch schon oft gesehen in Videospielen, aber noch nie so schön umgesetzt wie hier, wenn man mit dem Snowspeeder quasi versucht, den AT-AT zum Absturz zu bringen, indem man eben dieses Seil einmal drumherum wickelt. Und das würde ich ganz gerne ausprobieren. Ich habe es jetzt in dieser Testrunde noch nicht geschafft, weil es eben so super schwierig ist, in die Flugzeuge reinzukommen. Weil es gibt hier eben keinen klassischen Flughafen wie bei Battlefield oder so ein Hangar, wie jetzt hier links, wo man einfach in die Flugzeuge reinspringt und dann losfliegt, sondern man muss Power-Ups einsammeln, die auf der Karte verstreut sind. Und da muss man sich dann reinstellen und dauert es ein paar Sekunden und dann kann man losfliegen. Das ist irgendwie ein bisschen unglücklich, weil man ganz oft in Situationen ist, wo das Power-Up genau vor der gegnerischen Front ist und dann stellst du dich da rein und im nächsten Moment wirst du abgeschossen und kannst es knicken. So, jetzt sind wir drin. Ich hoffe einfach, dass wir es jetzt in dem Gameplay vielleicht schaffen, zumindest einmal kurz zu fliegen. Da hinten sieht man schon die AT-ATs. Ich habe nicht die krasseste... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nicht die krassesten Grafikeinstellungen. Dafür ist mein PC jetzt nicht so dermaßen Bombe. Und das ist ganz, ganz wichtig, ich bin vor allem nicht wirklich gut in Ego-Shootern. Dementsprechend verzeiht mir, wenn ich hier nicht das Premium-Gameplay abliefere. Wir spielen jetzt bei den Rebellen und müssen versuchen, ihr seht schon hier hinten, diese Antennen zu aktivieren und, wenn sie okkupiert wurden von den Gegnern, gegebenenfalls wieder zurück zu erkämpfen. Das ist aber gar nicht so leicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das kam überraschend. Die Dinger kann man übrigens steuern. Die AT-ATs, wie gesagt, leider nicht. Aber es ist auch ganz cool, ich habe das, vorhin schon mal gehabt, da drin zu sitzen in so einem AT-AT und zumindest zu feuern. So, jetzt müssen wir mal gucken, der hat auch nicht mehr so viel Energie. Komm, den kriegen wir doch hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh! Habe ich ihn gekriegt? Ich habe ihn nicht gekriegt, natürlich nicht. Aber ich habe definitiv die größte Vorarbeit geleistet, dass wir, gut! Okay, wo haben wir denn jetzt hier mal... da hinten ist ein X-Wing. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt gibt es ganz oft die Situation, dass man da hinkommt und dann nicht schnell genug ist und plötzlich ist ein anderer davor. Aber ich glaube... Power-Up X-Wing. Okay. Jetzt 4 drücken. Okay. Krass. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die Steuerung richtig eingestellt habe. Das ist für mich jetzt auch eine neue Situation. Okay. Aber das ist ganz nice. Das habe ich noch nicht gehabt. Ich habe auf der Gamescom ja schon mal so ein bisschen was von der Beta gespielt. Und da gab es eben auch diese mega geilen Luftschlachten. Ich weiß, es gibt keine Weltraumschlachten. Hat mir aber in dem Moment jetzt auch gar nicht so extrem gefehlt, ehrlich gesagt. Ich fand das schon... Okay. Ich fand's schon so derbe geil, eigentlich nur gegen die TIE Fighter zu kämpfen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich diese Rolle mache. Das hätte ich mal, oh Gott, in den Einstellungen richtig durchchecken müssen. Aber wir kriegen jetzt zumindest einen hier. Wo ist der TIE Fighter? Ich habe ihn auf der Karte doch angezeigt. Da war er. Nein, 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 nein. Müssen wir raus? Sollten wir raus? Wir sollten raus.
Da hinten sehen wir jetzt gerade Luke Skywalker. Es gibt hier auch noch die sogenannten Helden. Ich glaube, früher bei Battlefront war das so, dass der jeweils beste Spieler einer Runde den Helden auswählen konnte. Ich glaube, jetzt läuft das aber allerdings bei dem neuen Battlefront auch über diese Power-Ups. Die kann man einsammeln und dann wird man eben auf der Seite der Rebellen Luke Skywalker und auf der Seite des Imperiums Darth Vader. Und jetzt beginnt gerade die fetteste Star Wars Musik von allen. Und jetzt würde ich wirklich gerne in einem Snowspeeder sitzen, um den AT-AT da irgendwie zu umarmen einmal liebevoll. So, ich probiere jetzt mal da hinten. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Den X-Wing. Bitte, 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 bitte. Nein! Mann, das ist so gemein, ey. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen frickelig hier, aber ich muss dazu sagen, wirklich, dass diese Luftkämpfe, die ich auf der Gamescom gespielt habe, die funktionierten fantastisch. Ich habe es da allerdings auf der Konsole gespielt. Ich weiß nicht, ob ich da einfach allgemein irgendwie besser mit zurechtkomme. Aber da waren die Flugkämpfe eben, wenn du auf einer großen Karte spielst und der ganze Himmel voll mit TIE Fightern, X-Wings und zum Schluss auch die Millennium Falcon ist. Das war super episch. Oh Gott. Ja? Okay. Ich überlege übrigens, eine professionelle Karriere anzustreben. Oh, ich kann einen Stütz aufstellen, das ist natürlich ganz gut. Ist das automatisch? Kann ich das bedienen? Nein, kann ich nicht. Aber hier vorne war, glaube ich, irgendwie so ein fettes MG. Dann stellen wir uns doch mal ran. Kein Problem, ey. Und dann gehen wir mal richtig ab hier. Ist ja gut. Ich bin schlecht. Mann. Wenn ich fliegen würde, wenn nämlich hier ein Flugzeug gelassen würde oder in so ein Snowspeeder, ich schwöre euch, Alter, ich würde abgehen wie eine Maschine. Ich probiere jetzt nochmal, ob ich irgendwo so einen Snowspeeder finde. Aber wie gesagt, die Geräuschkulisse, die muss ich... Okay, die Geräuschkulisse muss ich wirklich sagen, die ist ein Augenschmaus. Wobei Augenschmaus natürlich relativ unsinnig ist. Ein Ohrenschmaus. Das ist ein Ohrenschmaus. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, wir haben nichts, womit wir irgendwie was Cooles machen könnten. Irgendwie, um unseren Leuten zu helfen. Ich schieße einfach mal mitten hier durch einen Schlitz. Oh! Komm, den Thermal-Imploder. Den machen wir ran hier. Zack! Schluck das, Alter! Geil! So, ich fliege jetzt nochmal zum Sternzerstörer. Jetzt will ich jetzt wissen, was dann passiert. Vielleicht können wir reinfliegen und quasi auf den Schoß des Imperators landen. Oha. 10 Sekunden. Schaffen wir das? Das können wir schaffen. 7, 6. Wir kommen auf jeden Fall ran, oder? Nein! So ein bisschen Independence Day-Style. Na gut. Hat nicht geklappt. Vielleicht haben wir einen Boost? Ich glaube, wir haben keinen Boost gehabt. Schade, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen unsere Flugshow hier verschenkt. Ich aktiviere jetzt doch mal, um so ein bisschen produktiv zumindest zu sein in der Runde. Einen dieser Uplinks. Dann habt ihr es auch mal gesehen. Und ich glaube, da hinten ist ein Snowspeeder. Lass mich in Ruhe. Ja, das dürfte ein Snowspeeder sein. Okay, pass auf. Scheiß auf den Uplink. Ich will den Snowspeeder. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte... Okay, Leute. Jetzt shit just got real. Jetzt zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt hier. Maus habe ich inzwischen auch invertiert. Das hatte ich vorhin nicht. Oh Gott, jetzt haben wir aber schon wieder hier so einen TIE Fighter am Hintern. Ich muss irgendeine Taste... Ah, da 1. Okay. Oh Gott, das ist ja... Oh Gott. Oh Gott. So, sind jetzt noch Zuschauer da? Oder haben alle schon weggeklickt? Okay, komm. Komm, 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 komm. Und? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Go, go, go. Okay. Okay. Okay, komm. Welche Taste muss ich drücken? Ich drück mal 3. Nee, 4. Okay. Okay. Scheiße. Okay, Defeat. Defeat, Defeat. Ach, wir haben verloren. Mann, hätten die uns mal gelassen. Wir waren gerade dabei. Wir waren noch gerade am AT-AT, waren wir gerade dran. Das ist doch gemein, das ist doch gemein. Ich glaube allerdings jetzt verstanden zu haben, dass man den Snowspeeder erst aktivieren kann, wenn man quasi schon ganz bis zum Schützengraben zurückgedrängt wurde vom Imperium. Na gut, okay Leute, das soll es für den ersten Blick gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, dass wir vielleicht auch nochmal auf der Seite des Imperiums spielen, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Wenn ihr selber ausprobieren wollt, in 2 Tagen ist die Beta offen für alle und ich denke mal, bis dahin hören wir uns auf jeden Fall noch in einer weit, weit entfernten Galaxis hier auf dem Kanal. Ich bin der Bergmann und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.